Zusul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 in unserer WG mit mir, mit Vanessa und Milena und Caleb. Heute geht's weiter und sie rennt vor mir weg. Hey, bleib hier, bitte, Vanessa. Vanessa, bleib hier. Vanessa. Warum? Was ist los? Oh, wow. Hi. Das sieht natürlich sehr... Das sieht sehr... Oh. Wow. Wow. Nein, ich gehe mal hier raus und so. Das sieht schon einiges besser aus, wenn wir hier eine Decke haben und Wohnungen und Wände. Und sie kocht. Oh, sie kocht? Was kocht sie uns denn? Pasta Primavera. Okay. Pasta finde ich gut. Das finde ich gut. Und heute muss Vanessa wieder ran anschaffen. Also, oh Gott. Oh, ich benutze falsche Worte. Ich meine natürlich, sie muss arbeiten. Ne? Und dann muss sie mal ein bisschen Gas geben. Denn heute gibt es die Beförderung, auf die wir so lange gewartet haben. Endlich. Endlich. Ich habe da so lange drauf gewartet. Und sie muss noch dafür mixen. Das wird dann wohl heute nicht. Und er muss arbeiten. Oh, er muss arbeiten in 2 Stunden. Dann wissen wir ja, was wir heute machen. Yay. Okay. So, du isst auf, Milena. Und dann würde ich sagen, kannst noch ein bisschen Bartricks üben. Hm. Genau, Caleb muss in 1 Stunde bei der Arbeit sein. Und das sind die Pieptöne. Die Pieptöne, die will keiner haben. Hm. Ja. So, dann lasst uns mal gucken. Wie sieht's mit dir aus? Ich glaube, du könntest auch noch was üben. Wie sieht's denn mit dir aus? Geige 4, Gitarre 8. Ja, du kannst noch dein Lied weiterschreiben. Warum können wir denn das nicht weiterschreiben? Ach so, das war ja nicht an der Geige, es war ja an der Gitarre. An der Gitarre natürlich, deswegen Lied schreiben... Huch, Moment. Lied singen, Dinge schreiben, üben, Ständchen bringen, Schlaflied. Ist das eine schon fertig? Nein. Okay, das ist neu, dann das hier. Dann setzt erstmal das eine Lied, macht das erstmal fertig. Na komm. Genau, du machst dann eines Lied weiter. Und... Oh. Oh, nee. Bam, bam, bam. Wann musst du denn zur Arbeit? In 4 Minuten. Dann folgen wir heute mal Caleb. Denn wir wollen ja auch mit ihm. Caleb soll sich ein gutes, altes Notizbuch schnappen und zum Labor gehen. Vielleicht ist ja heute Tag für einen großen Durchbruch. Geh mit zur Arbeit. Wir gehen mit. Auf geht's. Das kann lustig werden, wenn wir einen Sim begleiten. Ich habe natürlich nichts ausgehackt oder so. Nein, nein. Hm. Okay. Dann warten wir jetzt. Es lädt. Und ich bin gespannt, wen wir denn da so als Kollegen haben. Vielleicht kennen wir ja das eine oder andere Gesicht. So. Tägliches Experimentieren. Willkommen beim Future Sim Labs. Du wirst damit beschäftigt sein, zahlreiche grundlegende Experimente durchzuführen, sowie an neuen Technologien zu forschen, vielleicht sogar mit außerirdischem Leben in Kontakt zu treten. Es ist dein Job, hochentwickeltes wissenschaftliche Ausrüstung zu nutzen, um Gutes zu bewirken. Das hoffen wir zumindest. Nun ja, willkommen an Bord. Das klingt doch gut. Moment, halt, renn nicht weg. Renn nicht weg. Er rennt schon direkt weg. Oh, oh nee, wir müssen wieder die Miete bezahlen. Huch, Moment. Moment mal, Caleb. Wo rennst du da jetzt hin? Okay. Okay. Hm. Oh Gott, ist der schnell. Hilfe, dann verfolge ich ihn mal. Komm her. Caleb.
Okay, das ist natürlich blöd, so sieht man natürlich nichts, aber jetzt sehen wir was. So. Und er experimentiert erstmal. Oh Gott, hör auf, hör auf, hör auf. So, du könntest mal die Analyse üben. Synthetiknahrung Serum mischen. Synthetiknahrung, dafür brauchen wir zwei beliebige Pflanzen. Da muss ich mal. Ach doch, hier gibt's Pflanzen, das ist super. Dann geh mal alles ernten und bewässer alles. Und dann könntest du deinen Alien-Kollegen ja mal hier. Haben wir hier nur Aliens? Ne, da, Akaya. Und Akaya, da stellt sich dann freundlich vor. Ist er da? Ach, da. Okay, dann wird das unser Gartenfreak hier, richtig. Arbeitstag endet um 19 Uhr. Ja, dann haben wir ja Zeit. So, genau, sammeln wir mal alles ein. Sehr gut. Und dann gehen wir alles gießen. Das beschleunigen wir jetzt mal ein bisschen. Wir müssen ja nicht gucken, wie er hier jede Pflanze begießt. Gieß. Und gieß. Sehr gut. Und dann geht's jetzt zur Akaya und die fragen wir dann auch direkt nach einem Kristall. Oh Gott. Hallo. Okay. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Um Kristall bitten. Dann bitten wir mal um Kristall. Könntest du mir einen Kristall geben? Einen rosanen, der glitzert. Danke. Sehr lieb von dir. So. Das haben wir auch gemacht. Und jetzt Serum herstellen, Synthetiknahrung. So, und wir müssen mal alle unsere Kollegen kennenlernen. Dem stellen wir uns auch mal freundlich vor. Kengo. Saka, was? Kengo Sakamoto. Japaner. Okay, und die Synthetiknahrung wird her. Oh Gott, bitte, bitte. Oh je. Oh Gott, das sieht gefährlich aus. Das sieht alles sehr modern aus. Genau, fass es direkt mit der Hand an. Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Wir beschleunigen noch mal ein bisschen. Denn mein Ziel wäre es ja, dass wir den Arbeitstag so planen, dass es genau für eine Folge reicht. Deswegen muss ich da ein bisschen drauf achten. Super! Das ist doch toll. Erfolgreich ein Serum hergestellt. Und hier kannst du die Analyse auch üben. Monumentum-Konversator. Achso, Gerät erfinden und Monumentum-Konversator. Das kriegen wir hin. Dann beschleunige ich mal. Hallo. Genau. Und dann um Metall bitten können wir auch nochmal. Jetzt üben wir die Analyse. Das ist schon mal sehr gut. Ich denke, dazu brauche ich nichts Großartiges sagen. Ja, jetzt erkennt er uns das an. Dann gehen wir weiter. Genau. Kannst du uns ein Metall geben? Und dann geht's weiter. Oh Gott, er hat Hunger. Oh Gott, da müssen wir uns richtig mit seinen Kollegen anfreunden. Dann kann da auch was klappen. Ja. Oh. Okay. Er baut uns jetzt hier irgendwas hin. Ja, bitte näher. Näher. Closer, closer. Näher, näher. Okay. Ja, danke für die ganzen Einzelteile. Kannst du mir die auch zusammenbauen? Das wäre super. Ja, genau. Scannen Sie einmal und dann bauen Sie bitte zusammen. Okay, Vanessa ist jetzt auch zur Arbeit. Das hat ja gedauert. Müssen wir jetzt hier mal fleißig arbeiten lassen. Dann klappt das vielleicht. Okay, er scannt ganz viel. Na komm. Beschleunigen mal, dann wird es vielleicht auch fertig mit dem Scannen. Oh, jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Da gucken wir mal zu. Oh, da ist er. Da ist er, der Monumentum-Kondensator. Danke. So, den nehmen wir jetzt erstmal in unser Inventar.
So. Und dann plaudern wir schon alleine mit dem Roboter, da brauchen wir gar nichts mehr machen. Und dann. Einschalten brauchen wir gar nicht mehr, denn wir sind heute durch. Wir sind vorangekommen, das ist das Wichtige. Wodurch können wir uns für heute ein bisschen entspannen, dann sind wir durch, ne? Wir könnten sonst ja noch ein bisschen hier an dem. Obwohl, wir können auch am Chemielabor experimentieren wir jetzt einfach mal ein bisschen und gucken, was daraus wird. Vielleicht reicht es ja sogar für einen Durchbruch. Weil es gibt ja so eine Eiskanone. Und damit würde ich gern mal ein bisschen spielen. Also, auch da würde ich nicht nein sagen. Oh je. Ja, das ist heiß, Caleb. Gute Feststellung. Gute Feststellung. Es ist heiß. So. Genau. Fix es nochmal an. Oh. Caleb hat einen Tag lang erfolgreich widerstanden, ausgiebig zu trinken. Das ist doch gar nicht schlecht. Fehlen noch fünf weitere. Okay, wir haben experimentiert. Dann übt doch noch ein bisschen analysieren. Das hilft uns auch in der Fähigkeit. Das andere hier hilft uns nicht. Und wenn wir hier ein bisschen mehr üben, das hilft uns. Da steht einfach so ein einzelner Kaktus. Und zwei Stifte. Das sieht so richtig Pro-mäßig aus. Dieser eine Kaktus da, mitten im Nichts. Mitten im Nichts so ein Kaktus. Warum? Also, im Nichts ist das falsche Wort, aber egal. So, dann beschleunige ich mal ein bisschen, während wir hier Caleb ein bisschen üben lassen. Wir können ja mal in der Zwischenzeit so lange gucken, was hier sonst so passiert. Okay, er repariert den Scanner, anstatt dass er an den anderen einfach rangeht. Die beiden arbeiten und schreiben die ganze Zeit und da gibt's so Treppe. Oh. Nice, mit Küche und Wohnzimmer. Wohnzimmer und. Ihr wisst, was ich meine halt. Oh Gott, hör auf. Hör auf, du bist fertig, okay. Okay. Noch eine Stunde, dann können wir nach Hause. Und das war doch ein ganz guter Arbeitstag. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Beginn der Elementarsammlung. Denke über einen Kauf eines Ausstellungsregals für Elemente nach, damit du sie besser zur Schau stellen kannst. Wir haben Silizium gefunden mit SI. Und da steht Volenton. Okay. Leicht komisch. Gott, Caleb, was machst du da? Oh je. Yeah. Oh, da sind sogar Fenster. Wir gucken aus sicherer Entfernung zu. Uns kann nichts passieren. So, ich speed nochmal ein bisschen ab. Oh Gott, er ist auch müde. Er ist müde wie ich. Ich will auch nach Hause. Nein, ich bin schon zu Hause, aber egal. So, noch 5 Minuten. Die lassen wir jetzt nochmal wieder normal verlaufen. Wenn wir jetzt hier nicht alles überspulen den ganzen Tag. Und 3, 2, 1. Und das lief doch gar nicht so schlecht. Er verdient jetzt. Oh, wow. Wir sind direkt befördert worden, sind jetzt Erfindungsassistent. Und wir verdienen jetzt 18 Millionen mehr pro Stunde, was einen Stundenplan von insgesamt 32 pro Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten: neue Kleider zu den Sternenreisen und 192 Simoleons. Das ist super, dann kannst du ja direkt nach Hause gehen. Habe hier direkt zwei Beförderungen heute. Beziehungsweise ich weiß jetzt ja nicht, wie weit Vanessa ist und wie lange sie noch arbeiten muss. Ich glaube, sie muss aber noch bis nachts um 2 oder 3 arbeiten, deswegen. Oder war es nur bis 10? Kann natürlich auch sein. Also wir sehen sie auf jeden Fall nicht. Das ist sehr schade. So. Erstmal bezahl deine Rechnung. Dann sind Vanessa und Milena beide arbeiten. Und sie kommt um 21 Uhr. Ja, auf sie werden wir dann ja definitiv noch warten. Und ich glaube, Caleb ist leicht am Verhungern mittlerweile. Und wir haben hier niemanden, den wir fragen können.
Herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung, Caleb. Möchtest du heute Abend feiern? Nee, heute Abend nicht. Wird mir zu spät. Naja, gut. Ich dachte, heute wird das vielleicht was mit einer Beförderung. Anscheinend nicht. Wir müssen uns morgen unbedingt um das Bedürfnis hier des Essens kümmern. Okay, und damit verabschiede ich mich erstmal von euch und hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein zu den Baufolgen oder halt wieder zum Let's Play. Und damit sage ich, ciao und bis morgen. Ciao, ciao.